So, da sind wir wieder. Outbreak Pandemic Evolution. Ich habe vergessen zu speichern. Verdammte Axt. Aber ist nicht schlimm, das Update 8 ist bereits erschienen. Und es hat sich einiges geändert. Ich habe schon vorher ausgetestet und es gibt diverse Sachen, wo ich sagen muss, das hat mich doch sehr positiv überrascht. Und ja, ich würde sagen, wir gucken mal und machen uns das Ganze ein bisschen einfacher, damit wir auch mal ein bisschen weiter vorankommen. Ja, wie gesagt, es gab da ein paar klitzekleine Änderungen und deswegen Low power ja. Detected. So, als allererstes, ihr kennt das ja, müssen wir hier den Strom anmachen. Und dann gehen wir auch gleich hier los und holen uns ein Material. Mittlerweile kennen wir uns ja in dem Spiel schon gut aus. Und können uns dann jetzt in Richtung Damm bewegen. Denn erstmal sollten wir den Damm aktivieren und dann den Rest machen und nicht wie in den letzten 3 Folgen alles sammeln und dann hart am Überleben kämpfen. Das heißt, als allererstes, hier wird uns gleich erstmal wer begegnen. Die sollten uns jetzt auch nicht so schnell sehen, weil wir auf Shorts Zeit gemacht haben. Also, kurze Sichtweise. Und die letzten Male, wo ich das auch nochmal so gespielt hatte zwischendurch, war hier immer einer, aber irgendwie ist er nicht da. So, den looten wir erstmal. Oh. Das bietet sich natürlich sehr gut an. Das heißt, können wir erstmal auch gleich das anlegen. Haben zwar nur 8 Schuss, aber das sollte reichen, um zu überleben. Wo? Oh. Wow. Jetzt habe ich natürlich die Bandagen vergessen. War natürlich sehr schlau von mir. Aber wir bekommen nochmal Munition. Gut, aber die Area sollte eigentlich clear sein, stand da. Oder war das schon die andere Area? Normalerweise sind da keine 2, das hat mich jetzt ein bisschen verwundert. Aber gut. Haben wir einen weniger. Oder einen mehr, wie auch immer. So, hier ist keiner. Ich hoffe, dass wir hier mal Bandagen finden, beziehungsweise Stoff. Ja, was zu trinken finden wir. Okay, das ist auch in Ordnung. So, den haben wir auch schnell ausgeschalten. Ha, Bandagen. So, Area ist cleared. Und wir können weiter in Richtung Staudamm. Und auch beim Staudamm gibt es einen
der dann später hinzustößt, den werden wir jetzt vorher ausschalten. Habe ich mir mal so gedacht. Klingt doch eigentlich nach einem super Plan, oder? Volle Energie haben wir. Es fehlt so das nach links und rechts gucken. So um die Ecken. Gut, der ist irgendwo wahrscheinlich wieder da hinten. Irgendwo wird er sein. Irgendwann schreit er Incoming. Komisch, er ist nicht da. Aber ich kann mir jedenfalls neue Bandagen machen, das ist auch wichtig. Ja, normalerweise sollte er hier sein. Hm. Gut, dann lassen wir das erstmal. Gehen wir erstmal zum Staudamm selber und aktivieren den, damit wir wieder Strom haben. Finde ich sehr mysteriös. Aber wahrscheinlich, ja, war das dann der dritte schon. Die werden ja auch random platziert. Von daher passt das. So. Dann, was ich in den letzten Folgen auch total angeprangert habe, war, dass man in der Nacht wenig sieht. Sie haben es ein bisschen angepasst, haben die Gamma-Korrekturen ein bisschen eingestellt, sodass es nicht ganz so dunkel ist für die Spieler. So. Und jetzt können wir erstmal alles untersuchen, denn wir haben noch massig Zeit. Oder? Ja, gut, 10 Uhr. Haben noch 11 Stunden Zeit, also 11 Minuten haben wir noch Zeit, hier die Sachen zu untersuchen. Man sollte vorher sich vielleicht die Rezepte angucken. Dann weiß man nämlich, was man braucht und was man sucht. Das hatte ich die letzten Male auch in den Offline-Aufnahmen nicht gemacht. Das kann dann verheerend enden. Und wichtig ist, nicht das Gewicht übertreiben. Gut, bisher nur Scrap Metal und so weiter und so fort. Ist natürlich jetzt nicht gerade das, was das Gelbe vom Ei ist, aber gut, besser als nichts, ne? Ja, hatte ich doch gerade untersucht. Hm. Ich brauche Elektronik. Elektronik brauche ich. Und davon am besten 4 Stück. Und Batterien und... Ach, hört auf. Das gibt's nicht, ey. Electronic. Es ist krass, wie die Zeit rennt. Die Zeit rennt echt wie Teufel. So, das wollen wir auch machen. So.
Na komm. Mich ärgert jetzt gerade, dass wir viel zu wenig Elektronik gefunden haben. Also in den hier finden wir immer am meisten. In den hier immer sehr wenig, so gut wie eigentlich gar nichts. Genauso in den. Oh, ich habe nichts gesagt. Ja gut, ist halt, random ist halt zufällig, ne? Muss man auch bedenken. Iron Sheet, das ist auch schön. Iron Sheets sind gut. Brauche das nicht extra verwerten. Aber irgendwie... So wirklich glücklich werde ich hiermit auch noch nicht. Na gut, Trash. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da gleich jemand hochkommt. Ah, Sulfurkristall. Das ist gut. Können wir uns Munition machen? Also ihr braucht wirklich immer Sulfurkristalle für Munition, Elektronik für irgendwelche Türme. Alles wichtige Aspekte, die man bedenken muss. Okay, mehr darf ich jetzt nicht tragen. Das heißt, jetzt sind wir erstmal voll. Unten haben wir jetzt noch nicht durchsucht. Keiner hier, das ist gut. Das war knapp. Ich hab mich schon gewundert, wo bleibt der? Stand der um die Ecke. Aber cool finde ich, sie schreien erst, hey, bleib stehen. Ja? Aber schießen dann trotzdem. Selbst wenn ich stehen bleibe. Was erwarten die denn von mir? Stehen bleiben und dass sie dann in Ruhe auf mich schießen können? Könnt ihr knicken. So, jetzt gehen wir erstmal schnell zurück. Um natürlich die Sachen abzuliefern, die wir gesammelt haben. Um dann nochmal schnell zur Farm zu gehen und unser Gas Station, also Tankstelle, um das Ganze nochmal einzusammeln, was da noch ist. Um die erste Nacht so gesehen zu überleben. Zeitlich passt es. Haben wir noch 6-7 Stunden Zeit. So. Und schön laufen, 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 laufen. Ja, Supply Drop. Ja. Gut. An die brauche ich denken, dass ich da rankomme. Ich glaube, dafür fehlt mir ein bisschen Equip. Beziehungsweise, klar, ich könnte es mal versuchen, aber... Erstmal will ich jetzt ganz schnell die Materialien loswerden. Damit ich noch einmal raus kann und sammeln kann. Kann ich nämlich Türme und alles bauen. Das ist verdammt wichtig, sage ich euch. So. In welcher Kiste auch immer was drin ist, ist es in der hier. Batterien und Scrap Metal.
Ich glaube, Scrap Metal heißt Metallschrott, oder? Oder Schrottmetall oder so. Jo. Mach auf die Luke. Dann war es da lang. Genau. So, dann kommt er rein. Trash. Walkie-talkie. Lass ich erstmal weg. Schön, dass es nicht arbeitet. Warum nicht? Wir packen jetzt das erstmal rüber. Ah, die Close Fragments. Die lassen wir mal hier. Kitoki. Das trinken wir und dann können wir wieder weiter. Ärgert mich gerade, dass er es nicht auffüllt. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich und sage, ich bin euer Tor rein. Tschüss.